Wie groß der Druck sein muss, erkennt man auch daran, wie manche plötzlich reden. Thomas de Maizière, damals Chef des Kanzleramtes, soll 2008 Hinweise auf den Missbrauch des BND durch die NSA übersehen haben. Tagelang keine Details, heute doch. So viel kann und will ich heute hier allerdings schon sagen. Es ging 2008 nicht um einen Bericht an mich zu konkret belastbaren Erkenntnissen über Missbräuche der NSA, sondern darum, eine bestimmte Form der Zusammenarbeit mit der NSA gerade nicht zu vertiefen, um Missbräuchen vorzubeugen. Ihm beispringen könnte er, Klaus-Dieter Fritzsche, aktueller Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung. Stattdessen kein Blick, kein Kommentar. Hier kämpft jeder allein für sich. Der Chef des BND, arg angezählt durch die Affäre, aber angriffslustig. Der Bundesnachrichtendienst arbeitet für deutsche Interessen, für Deutschland und für niemand anderen. Der Bundesnachrichtendienst ist auch deshalb kein willfähriges Werkzeug der USA. Immer näher rückt die Affäre jenen, die den Geheimdienst beaufsichtigen sollen. Es geht immer weiter nach oben. Für uns stellt sich jetzt die Frage, wer waren die Mitwissenden, auf welchen Ebenen war diese Spionageaffäre bekannt, wer hat hier geholfen und vor allen Dingen, wer hat gelogen. Immerhin reden wir hier über Straftaten bis hin zum Landesverrat. Und niemand, der dafür die Verantwortung trägt, kann da aus der Pflicht gelassen werden. Das schließt auch die Bundeskanzlerin mit ein. Selbst Merkel wurde abgehört von der NSA und legte sich danach fest mit diesem Satz. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Den Satz wird Merkel nicht mehr los, versucht aber heute, ihn zu relativieren. Also ich halte die Frage, dass Freunde sich nicht ausspionieren sollten, nach wie vor für eine wichtige. Und ich glaube, die Antwort sollte auch sein, dass das nicht passieren sollte. Sollte. Alles andere würde zum Krach in der Koalition. Ich habe nach dem Auftauchen der ersten Hinweise zweimal die Kanzlerin gefragt, ob es Hinweise darüber gibt, über den bekannten Fall EADS hinaus, ob es Wirtschaftsspionage gibt. Beide Male ist mir das gegenüber verneint worden. Wenn es wirklich einen Beitrag des BNDs zur Wirtschaftsspionage gegeben haben sollte, wäre das eine schwere Belastung auch des Vertrauens der deutschen Wirtschaft. Vermutlich nicht nur da. Herr Gabriel vertraut auf die Wahrhaftigkeit der Kanzlerin. Das hat er sehr schön und sehr höflich gesagt. Bettina, aber in seinen Sätzen könnten auch Falltüren lauern. Wie liest man das in Berlin? Ja, der Auftritt hatte schon zwei Ebenen. Das wurde hier heute in Berlin so auch gesehen. Vordergründig sprach Gabriel ja als Wirtschaftsminister der Regierung Merkel, der sich um deutsche Unternehmen eben sorgen muss. Aber was nun die Verantwortung möglicher Missstände angeht, da rückte er doch ab und richtete das Scheinwerferlicht ganz klar auf sie, erhöhte damit auch den Druck. Die Botschaft konnte eigentlich nur so verstanden werden. Mit Rücksichtnahme vom Koalitionspartner ist in dieser Sache nicht zu rechnen. Das Krisenmanagement von Merkel und ihren Mannen lief in der letzten Woche nicht wirklich rund. Diese Schwäche nutzt Gabriel jetzt aus, um ein bisschen am Lack der Kanzlerin zu kratzen, wo das der SPD doch bei jedem anderen Thema bisher nicht gelingt. Wenn er aber jetzt tatsächlich Scheinwerfer auf das Kanzleramt dahinter Ihnen leuchtet, dann muss er auch ein bisschen aufpassen. Denn die Hinweise gehen ja zurück in eine Zeit, in der Herr Steinmeier, SPD, Kanzleramtschef des Kanzlers Schröder war. Ja, das ist so. Und das ist auch gar nicht ohne Risiko. Die Union hat das hier heute schon als Attacke verstanden. Das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn etwa beschwerte sich über Twitter. Die SPD lasse hier den koalitionären Anstand fahren. Und natürlich sind dann sofort die zur Stelle, die daran erinnern, dass die Zusammenarbeit mit der NSA ja eben unter Schröder, Steinmeier begonnen hat. Politik geht dann so, wenn ihr unsere Merkel vor den U-Ausschuss zitiert, dann zitieren wir euren Steinmeier. Also heute konnte man hier kurz schon mal vergessen, dass Union und SPD in einer Regierung sind. Schauen, wie das weitergeht. Dankeschön, Bettina.